Ja, Herr Kukis, schön, dass Sie hier zu unserem Chancenmacher-Bus gekommen sind. Wir fahren Ja. damit durch ganz Deutschland. Jetzt haben Sie als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium viel auf den Weg gebracht, auch was unsere Branche betrifft. Wie würden Sie das jetzt so am Ende der Legislatur betrachten? Ja gut, wir haben uns natürlich bemüht, den ganzen Bereich Startups zu fördern, so gut wie es geht. Wir haben gleich am Anfang natürlich viel gehört von der Frage Mitarbeiterkapitalbeteiligung, die ganze Frage, wie werden VC-Fonds besteuert und alle Nachteile, die Deutschland hat. Von daher waren das natürlich die ersten Aufgaben und da haben wir ja ganz gute Ergebnisse erzielt. Wenn wir unseren Claim angucken, die Chancenmacher, welche Maßnahme von denen, die Sie jetzt auch zum Beispiel für die Beteiligungsbranche auf den Weg gebracht haben, welche Maßnahme von denen würden Sie eigentlich als größte Chance begreifen? Das ist bestimmt der 10 Milliarden Zukunftsfonds. Also da, weil das einfach sowas von wichtig ist, dass wir den jetzt auf die Reihe kriegen und ihn in den nächsten Jahren auch zum Wachsen bringen. Der soll ja jetzt, also er hat schon investiert und investiert jetzt munter weiter. Wir sind ja hier gerade bei der IBB, die Corona Matching Facility, um in Startups, Venture Capital Fonds und direkt in Startups zu investieren, hat ja auch mit 2 Milliarden schon guten Erfolg gehabt. Und es wird jetzt nochmal vergrößert und ausgebaut und ausgeweitet. Die Branche ist so ein bisschen ungeduldig. Die sagt, naja, eigentlich müsste jetzt doch noch ein bisschen mehr mit dem Zukunftsfonds passieren, auch vor allen Dingen mit dem Dachfondsmodell und so weiter. Wie sehen Sie das? Also glauben Sie, dass man das auch noch ein bisschen schneller machen kann? Oder wie lange werden wir da noch brauchen, dass die 10 Milliarden auch zur vollen Erfüllung kommen? Ja gut, es wird ja jetzt schon investiert. Also es läuft ja schon. Also von daher, das kommt schon. Also müssen sich an KfW Capital und andere wenden. Also das Geld ist da. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht abfließen kann. Also von daher ist natürlich klar, dass einige der Säulen, die wir da vorhaben, noch in der Planungsphase sind. Aber beispielsweise bei dem Dachfonds, unser Geld ist da. Wir wollen das ja mit der Versicherungswirtschaft und institutionellen Investoren zusammen machen. Sobald die startklar sind, sind wir auch startklar. Also ich würde mal sagen, an uns liegt es nicht. Das Geld fließt ab. Der Hightech-Gründerfonds bekommt Geld. Der Deep-Tech-Fonds wird jetzt gegründet. Da sind wir jetzt gerade in der letzten Phase, die Geschäftsleitung zusammenzustellen. Also tut sich ganz, ganz viel. Ich würde Sie gerne noch mal persönlich fragen. Sie sind ja aus der Privatwirtschaft in ein Ministerium gewechselt. Haben Sie das damals als Chance begriffen? Und wie würden Sie es jetzt in der Rückschau sagen, wenn Sie auf die letzten Jahre gucken? Ja, war extrem spannend in jeder Hinsicht. Also jetzt der Bereich Startups, dass wir da viel erreicht haben, ist natürlich noch sehr viel zu tun. Den ganzen Bereich Digitalisierung, Finanzwirtschaft mit unseren tokenisierten Wertpapieren, mit den Sachen, die wir im Kryptobereich, im Verwahrgeschäft gemacht haben, jetzt auf europäischer Ebene mit Mikador, da haben wir ja im Tech-Bereich viel gemacht. Was jetzt ganz zum Schluss nochmal richtig Momentum gewonnen hat, ist die ganze Frage digitale Identitäten. Das haben wir ja mit Kanzleramt und Innenministerium zusammen gemacht. Das sind ja schon richtig gute Use Cases entstanden. Das große Ziel ist ja, dass wir bald die Kontoeröffnung durch digitale Wallets in 20 Sekunden hinbekommen. Das ist nochmal so eine Motivation, dann, dass wir auch sehen, da passiert was. Da macht die Privatwirtschaft auch extrem interessiert mit. Also das könnte nochmal ein richtiges Digitalisierungsprojekt in ganz vielen Bereichen werden. Wenn man nochmal in die Zukunft blickt, vorausgesetzt, die Politik erlaubt es auch, dass, sage ich mal, Sie auch weitermachen können, würden Sie noch mehr Geld in den Markt geben, auch als Finanzministerium für den ganzen Beteiligungsbereich? Oder würden Sie sagen, Sie würden jetzt erstmal bei diesen Instrumenten bleiben? Ja, wir sehen einfach, dass natürlich das Potenzial enorm hoch ist. Ja, und das ist natürlich klar, dass 10 Milliarden ist viel Geld, aber wenn man relativ zu anderen Regionen guckt, ist das jetzt auch nicht, das muss nicht alles sein. Und wir hoffen ja auch, dass die Investitionen, die wir machen, auch rentabel sind und irgendwann es Exit gibt und man dann noch mehr Geld reinvestieren kann. Aber im Endeffekt muss das natürlich die zu wählende Bundesregierung und der zu wählende Bundestag entscheiden. Da kann ich natürlich nicht vorgreifen. Aber das Potenzial ist da in Deutschland, das haben wir ganz deutlich gesehen. Letzte Frage. Was war Ihre persönlich größte Chance, die Sie im Leben ergriffen haben? Kann privat sein, kann beruflich sein. Also wenn Sie da so ein bisschen Ja, spontan natürlich was meine sagen. Frau zu heiraten. Also das ist ja klar. Und beruflich? Beruflich würde ich schon sagen, also diese Aufgabe, die ich hier übernommen habe, das war schon der größte. Die größte Ungewissheit, aber auch die größte Chance und hat sich als sehr, sehr, sehr gut erwiesen.
Also wir haben den Bus für 2 Jahre gemietet. Das heißt, wir gucken mal, wie die Bundestagswahl läuft. Und egal, wo Sie sind danach, wir kommen wieder vorbei. Schauen wir mal, wie es ausgeht am Sonntag. Ja, danke schön. Vielen Dank.